Ja, er hat ihn früher ein bisschen gebraucht, weil er war immer ein bisschen am Wachsen. Aber man konnte bei seinen Bewegungen schon sehen, dass er talentiert ist. Er hat einen wahnsinnig tollen Charakter, wie man jetzt auch jetzt sieht. Er ist sehr zutraulich und auch sehr gut zu reiten. Im Vorfeld vom Winterfavorit war er jetzt nicht ganz in der Favoritengruppe. Aber das hat sich zum Rennen dann doch ein bisschen geändert. Ja. Und er hat unser Vertrauen dann vollständig bestätigt. Dann ist es zwischen den Pferden Lommersheim. Dann sehen wir Juanito vor Sea of Sands, vor Pontos. Dann Best of Lips vor Kings of Leon. Und letztes Pferd ist Imi. Also ich war wirklich so überzeugt, dass wir vielleicht ein Grupperennen gewinnen können. Wie bei ihm war ich, glaube ich, als Trainer noch nicht. Aber man hat trotzdem Respekt vor allen Gegnern. Und man trifft einfach die besten Zweijährigen im Jahrgang. Und da hat man trotzdem Respekt vor. Er hatte dann unterwegs eine sehr gute Lage und konnte sich dann in die geraden verbessern. Und 400 Meter von Ziel konnte man schon sehen, dass es eigentlich das bestgehende Pferd war. Und dann hat er dementsprechend auch leicht gewonnen. Und jetzt kommt vor allen Dingen Franny Norton mit Best of Lips hier in der Bahnmitte. Best of Lips geht nach vorne für Zubi Stable, innen Sea of Sands, Mythico, außen Sadash, Juanito hat keine Antwort mehr. Best of Lips ist vorne, innen Sea of Sands, gibt sich aber nicht geschlagen. Außen Juanito und Sadash, Best of Lips ist vorne für den Stall Lintec, für Andy Suburic und Franny Norton. Das ist ein grandioser Winterfavorit, meine Damen und Herren. Best of Lips, Turm hoch, überlegen gewinnt der mit Franny Norton. Ja, also ich bin mega stolz aufs Pferd und ich hatte viele gute Pferde in meiner Karriere geritten, aber ich habe noch nie so einen guten zweijährigen Hengst gehabt und er ist wirklich ein sehr, sehr gutes Pferd und er wird nächstes Jahr noch besser. Und ich hatte bis jetzt noch nie einen Derby-Starter, es ist doch schön, mit einem Favoriten anzufangen. Er wird mehr Nennungen bekommen und ob wir dann im Busch anfangen oder in den anderen Rennen, das muss man sehen, wie er überwindet und wie er sich im Frühjahr ergibt, aber sonst würde es schon die Richtung klassische Route Richtung Derby gehen. Also, aber da ist noch ein bisschen offen, weil man einfach im Frühjahr sehen muss, in welche Richtung es geht vom Typ her und wie er arbeitet, welche Distanz es dann im Endeffekt doch wird. Ne? Es kann auch sein, dass er eine Nennung fürs französische Derby geht, weil das ist ja bekanntlicherweise auf 2100 Meter. Und da ist dann die ganze große Stierqualität doch nicht gefragt. Und vielleicht bekommt dafür eine Vernennung.